Rinecker Dungal Ica – Einheit in Vielfalt. So lautet das offizielle Motto im Wappen Indonesiens. Und Vielfalt hat das tropische Inselreich tatsächlich zu bieten. Tempelanlagen aus vergangener Zeit, Traumstrände an den Küsten und mächtige Vulkane zeichnen die Geschichte eines Landes, die bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Das Zusammenspiel der Religionen auf Bali ist vermutlich eines der interessantesten der Welt. Obwohl Bali zum muslimischen Indonesien gehört, hat sich hier eine einzigartige Form des Hinduismus etabliert. Die Religion ist durchdrungen vom früheren animistischen Glauben der Insel. Die Tempel auf Bali sind immer in der Achse Berg-Meer ausgerichtet. So ergibt sich ein Koordinatensystem, nach dem sich das ganze Leben auf der Insel räumlich ausrichten lässt. Auf der einen Seite die Sonne und die Berge, allen voran der Gunung Agung. Sie symbolisieren das Leben. Auf der anderen Seite das Meer, der Sitz der Dämonen. Zum Erhalt der Harmonie beider Kräfte existieren in fast jedem Haus Stätten der Verehrung. Es werden Familientempel und die der Dorfgemeinschaft unterschieden. Hier in einem Dorf nördlich von Canggu spiegeln sich die traditionell hinduistischen Dorfstrukturen Balis wider. Dabei rücken vor allem die Begriffe Adat und Banjar in den Fokus. Adat steht für das übernommene Wissen der Vorfahren und regelt das Handeln innerhalb der Familie. Der Begriff Banjar leitet sich von Bewässerungsgemeinschaften ab, die für den Nassreisanbau notwendig waren. Neben einer territorialen Abgrenzung formt der Banjar auch den Rahmen für geschlechterspezifische und religiöse Aufgaben. Somit bildet der Banjar soziopolitische Gruppen, denen gewisse Rechte und Pflichten zugesprochen werden. Im Gegensatz zu Bali, wo das buddhistische Gedankengut großteils im hindu-javanisch-balinesischen Glauben aufgegangen ist, konnten die Buddhisten Lomboks ihre Eigenständigkeit teilweise bewahren. Da diese Gemeinden von den buddhistischen Kulturzentren vollständig abgeschottet waren, unterlagen sie vor allem seit Beginn des 17. Jahrhunderts einer starken balinesisch-hinduistischen Beeinflussung. Insgesamt sollen zwischen 14.000 bis 15.000 Buddhisten auf Lombok beheimatet sein. Im Unterschied zum Hinduismus kennen Lomboks Buddhisten keine Kastengliederung. Hier im Dorf Seliman Irang in den Hügeln nahe Peminang leben heute rund 220 Buddhisten, darunter auch das Oberhaupt, ein Mönch. Im Gegensatz zu den meisten indonesischen Dörfern, die durch einen Ältestenrat geleitet werden, übernimmt er allein die Rolle des Vorstehenden. Das gesellschaftliche Zusammenleben der 70 Familien in Seliman Irang spielt eine übergeordnete Rolle. Da ihr Glaube es nicht untersagt, trifft sich die Dorfgemeinschaft zum gemeinsamen Genuss des selbst erzeugten Palmenweins, wovon die Frauen prinzipiell nicht ausgeschlossen sind. Trotz der einfachen Verhältnisse im Dorf gibt es für die 70 Kinder eine Grundschule. Die muslimische Siedlung in Mentigi Bay wurde in den 80er Jahren gegründet. Ursprünglich lebten die Einwohner in einfachen Holzhütten am Strand. Neben der subsistenzorientierten Landwirtschaft stellte vor allem der Fischfang die Haupteinnahmequelle dar. Nach einer Räumung durch das Militär musste die Siedlung etwa 100 Meter ins Landesinnere verlegt werden, da chinesische Investoren das Land am Strand gekauft hatten. Allerdings wurden die Bauvorhaben nicht umgesetzt. Heute nutzen die Bewohner des Dorfes die Bucht für den Bootsbau und profitieren von der Nähe zu den Gili-Inseln. Täglich verlassen Boote Mentigi, um die drei Inseln mit Arbeitskräften und Baumaterial zu versorgen. In der neu errichteten Siedlung leben die Einwohner in gemauerten Häusern. Vorhaben wie die Errichtung einer Moschee oder einer Grundschule werden von der gesamten Gemeinschaft finanziert und umgesetzt. Auch die Agrarproduktion wird gemeinschaftlich organisiert. Für die Gewinnung von Anbauflächen wurden die Wälder in der Bucht um Mentigi brandgerodet. Heute kämpfen die Bewohner gegen die fortschreitende Erosion und Auslaugung des Bodens.
Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Balis ist in der Landwirtschaft tätig. Auf Lombok ist der Anteil sogar noch um einiges größer. Durch das trockene Klima auf Lombok bedarf es hier einer Landwechselwirtschaft. In den tertiären Kalkgebirgen der Insel werden Mais, Maniok, Gewürze und Erdnüsse kultiviert. Die Pflanze benötigt in den trockenen und sandhaltigen Bögen der Region etwa 90 Tage bis zur Reife. Auf Bali erlauben die vulkanischen Böden und vor allem das wechselfeuchte Monsunklima eine intensivere Nutzung der Landwirtschaft. Reis ist das wichtigste Grundnahrungsmittel und Anbauprodukt Balis. Dank des Anbaus von Nassreis kann hier mit bis zu 3 Ernten im Jahr gerechnet werden. Also hier gibt es Unterschiede. Ein Reis ist nicht einfach Reis, sondern da gibt es Wörter für den Reis, wenn der noch in der Hülse steckt, dann heißt das Paddy. Und dann, wenn das rausgemacht wird, heißt das Bras. Und wenn es gekocht ist, heißt es Nasi. Die üppige Flora und Fauna wird in den letzten Jahren immer stärker auch von Touristen entdeckt. Bereits seit den 30er Jahren wird Bali zunehmend touristisch erschlossen. Die Insel erwartete im Jahr 2017 knapp 5 Millionen Besucherinnen und Besucher. Bali und auch die Gili-Inseln haben sich mit ihren Traumstränden zum Hotspot des Fremdenverkehrs in ganz Indonesien entwickelt. Die lokale Bevölkerung hat sich mit dem Tourismus arrangiert und eine Infrastruktur für die einströmenden Touristen geschaffen. Ein lokaler Unterkunftsbesitzer erzählt. More tourists coming. Yes, because of the... And also there is a lot of people from England, from France, from Italy, they make business here. Now there is no space. Especially on the beach, full with the building. That's the difference. And also inside here, in the village, now there is a lot of hotel, cottage. Yeah. Before, only for farmer. Yeah. They grow up like corn, peanut. But now, a lot of building also inside in the village. Yeah. I came here on 2001. Mm-hmm. I came here for work. Yeah, for work at a restaurant. Yeah, and yeah, until now I still here, and I have a little bit business. Yeah. Yeah. Der Tourismus bringt nicht nur junge Backpacker auf die Inseln. Seitdem der internationale Flughafen Lombok im Jahr 2011 eröffnet wurde, haben Hotelketten und Unternehmer die verlassenen Küsten der Vulkaninsel ins Visier genommen. Vor allem chinesische Investoren wittern das große Geld, kaufen ganze Landstriche und errichten kolossale Hotelbauten. Der Hotelier und Unternehmer Choruf wünscht sich für Lombok etwas anderes. Dieser Massentourismus, der schadet. Weil erstens mal bringt er nicht das Geld, um ordentlich die Gegend aufzubauen. Ja, es profitieren nur einige wenige davon. Und das sind hauptsächlich Bules, also Ausländer, die dann hier den Rahmen abschöpfen und die Insel mit ihren Problemen allein lassen. Also was wir uns wünschen würden, wäre einfach weniger, aber auf einem höheren Niveau. Das wäre das Ziel, aber momentan geht der Trend eigentlich eher in die andere Richtung. Also noch mehr mit Hostels vollpflastern. Das massenhafte Auftreten des Individualtourismus führte im Süden Balis zur Bildung einer modernen Subkultur. Eine junge Generation von zumeist hochgebildeten Touristen prägen heute das Bild. Dies führte zu Gentrifizierungsprozessen und zu einer Umstrukturierung des tertiären Sektors in der Region. Als Folge dieser Entwicklung entstanden in den letzten Jahren immer mehr Coworking Spaces.
We have about 150 to 250 members, which is quite a constant number. Normally, these people come between these months because, you know, all of you, I guess, are also coming here because you want to escape winter. So these people are here as well for that. And they are, most of the people here, they call themselves the digital nomads. I don't know if you've already heard about this, you know, this term. They can move around and they can connect digitally to their work. They can still do their work. Some of them are preferred to be called remote workers. Most of them are freelancers or they work remotely for a company. But what's unique about Ubud, I guess, and Ubud in general, we attract a lot of people who are going through a transition in life. So, you know, Ubud, we have this whole yoga, meditation, all this kind of thing, because they probably have worked somewhere in corporates and then have burnout, or like they want to find something that they're passionate and love, and that's why they come here. And what another thing that is unique about Ubud is we merge the three aspects of life, which is work, learn, and live. We've opened for almost 5 years in March this year. We will be 5 years here, so it's pretty long here for a co-working space, because in Indonesia there are a lot of co-working spaces as well that are already closed. But we're still open and we still have a lot of members, so we're happy about that. Ist es aber nicht ein Widerspruch, dass sich digitale Nomaden, die standortungebunden arbeiten wollen, sich an einem bestimmten Ort niederlassen, um dort gemeinsam zu arbeiten? It allows us as well with the internet to work from anywhere else. But then instead of, for example, going to a cafe like Starbucks, they go to co-working space. Why? Because we also facilitate these interactions with people. Most of the co-working spaces have a community manager where they will connect, you know, the members here and there. And for us, it's also through our events as well. Like, they come here, we don't say to members that they're not allowed to talk, especially on this area, they can talk to each other. There's a collaboration happening. In our first years, we did send a survey, for example, like how many of them are actually feeling that they collaborate with, like they managed to get a collaboration with someone, and 70% said they actually collaborated in one of the other members as well. And then, you know, we've welcomed so far 7,000 members from 80 countries, which is 7,000 so far. And these people normally come back. Im Coworking Space Dojo Bali in Canggu denkt man bereits über die Folgen des Gentrifizierungsprozesses nach. Wir haben ein paar neue Projekte in der Pipeline. Also wir bauen gerade einen Coworking Space mit 10 Räumen. Kann man bei dem auch glauben, dass Canggu bald nicht mehr so existieren wird, wie wir es jetzt kennen. Was heißt das? Es wurden schon die ganze Strand, das ganze Land am Strand wurde aufgekauft von chinesischen Hotelketten. Über 3000 Zimmer werden hier gebaut im nächsten Jahr. Und sobald das passiert, glaube ich einfach, dass alle so digitale Nomaden, die halt gerade das dieses Feeling von Freiheit und Strand und Surfen und wenig Touristen in dem Sinne von Chinesen mit Regenschirm und Flagge, die es einfach toll finden, ja. Und wenn es das nicht mehr so gibt, dann glaube ich einfach, dass Leute woanders hinziehen werden. Nach China gilt Indonesien als zweitgrößter Produzent von Abfällen, die ins Meer gelangen. Jährlich sind es geschätzt 1,29 Millionen Tonnen Müll, die großteils über Flüsse ins Meer gelangen. Auf den Inseln der Region gibt es kein einheitliches Abfallbeseitigungsprogramm. Aufgrund der fehlenden Infrastruktur hat die Bevölkerung kaum Möglichkeit, den Müll sachgemäß zu entsorgen. Auf dieser Deponie Nia Kuta werden Abfälle ungetrennt aufgeschüttet. Ein beißender Geruch von Schwefelwasserstoff liegt über der Deponie. Da es dort keine Mülltrennung gibt, ist eine Weiterverarbeitung im Sinne von Recycling unmöglich. Besonders in der Regenzeit landen große Mengen Plastikmüll im Meer, da viele der Flüsse Hochwasser führen. Durch Meeresströmungen und Gezeiten lagert sich der Plastikmüll wieder an den Stränden ab. An Balis Küsten werden pro Tag rund 100 Tonnen Abfälle von Reinigungspersonal eingesammelt und erneut entsorgt. Immer mehr Initiativen veranstalten Beach-Cleanups, an denen sich sowohl Einheimische als auch Touristen beteiligen.
Indonesien hat sich 2017 dem UN-Umweltprogramm Saubere Meere zur Vermeidung von Plastikmüll angeschlossen. Die Regierung in Jakarta verpflichtete sich, die Plastikabfälle bis zum Jahr 2025 um 70% zu verringern. Über Jahrhunderte passten die Balinesen die Landwirtschaft den natürlichen Gegebenheiten an und schufen somit eine Kulturlandschaft, die sich bis heute erhalten hat. In den letzten Jahren entwickelte sich ein Trend hin zu industriellen Anbaumethoden. Dies führte zu einem Verlust des traditionellen Wissens, besonders in der jungen Generation. Immer mehr Personen und Initiativen aus dem In- und Ausland bemühen sich heute, nachhaltige Konzepte mit der traditionellen Kulturlandschaft zu vereinen. Um einen Einblick in diese Entwicklung zu bekommen, besuchten wir den lokalen Musiker Robby Suprianto. Er hat in der Nähe von Tabanan einen Ort geschaffen, wo nachhaltige Landwirtschaft im Sinne von Permakultur betrieben wird. Das Konzept Permakultur beruht auf 12 Prinzipien, die eine effektive und nachhaltige Nutzung der Ressourcen hervorheben. Im Zentrum steht die Vermeidung von Abfall, eine hohe und integrative Biodiversität und den geringstmöglichen Eingriff in die selbstregulierenden Systeme. Some of you like a first time see a coffee plant? Yeah. Yeah. Yeah, so this is what is the coffee looks like when they still bean, still on the tree. And this is quite healthy over here. And this is like a Robusta type. They only get harvest once a year. So the month is about July and August. On the July and August, they will be red, like a cherry ripe, and then it tastes like a sweet. And harvesting, and then need like a 2 months of natural dried, sun-dried. And after that one, peel the skin, and it's called green bean. And from the green bean, it's ready. Okay? And from the green bean, mostly people get exported everywhere because they will do their own roasting thing. Gemeinsam durften wir mit unseren eigenen Händen junge Kaffeebäume pflanzen, um einen aktiven Beitrag zu diesem Projekt zu leisten. Neben den ökologischen Aspekten zeichnet sich Robbys Arbeit auch durch ein hohes Maß an sozialer Verantwortung aus. Maybe the farmer less get than 10% of the whole industry. So it's good to bring it more like an open direct sale, which is actually the fair trade is happening now in the world. People more interested to know where they come, the source where they're coming from. So it's like a bringing back to the farmer for the better share. It will be encourage the economy side for the farmer. And then by that system, more people want to be the farmer than to be the trader. Because for examples like in the coffee industry, which is what I coming from, what make the good coffee actually is the farmer. Because the healthy coffee, the night picking up, the good quality of the coffee, that's the best. And then the barista capture that best and then presenting it. If I say like the farmer is the photographer, the barista is the Photoshop. So that's the ideology. Actually, if you want to get good coffee, it's coming from the good farm. If the world's so small that we will never get away from the sprawl, living in the sprawl. The shock of all lies like mountains beyond mountains, and there's no end in sight. Now I need the darkness, someone please cut the light. Swings with this in the dark. You shield my eyes from the police lights.
light mirrors the city light shine. They're calling at us, come and find your kind. Sometimes I wonder if the world's so slow that we will never get away from the sprawl. Living in the sprawl, the shopping malls rise like mountains beyond mountains, and there's no Ein weiteres äußerst interessantes Projekt ist die Eco-Lodge des Unternehmen East Bali Cashew. An den Hängen des Agung wurde ein Zentrum geschaffen, das sich der Verbreitung von Wissen um Nachhaltigkeit verschrieben hat. Yeah, so the story of this place and the story of that cashew factory actually start in 1963, because that's when the last time, or not anymore, but the last time that Agung erupted was 1963, right? I don't know if you know about this eruption, but it was a big eruption, and a lot of it was, all the trees were down, right? So it was this place is very hot in the middle of the year, 8 months, no rain at all. And so imagine a place with no trees for shade, very, very hot. What does the government do? The government plants trees. So the government is planting in 63, or actually no, it was in the 80s, so in 1980s, they gave a lot of cashew trees in this area. And actually they were for shade. They weren't to grow cashews and make it a big product to make money out of, but it was because, to give shade to the people that needed shade around their houses. So there was lots of cashews growing here. But the people here didn't know what to do with them. Yeah, so you can't see it now because it's not in blossom. But when a cashew grows, there's a big red fruit. It's like an apple. And under the apple is one little nut. And that nut, you first have to break it open. It's very hard shell. First you have to break it open. Then you have to dry it. Then you have to roast it. Then you have to peel it again. And then you have to roast it again. So it's a very long process, yeah, to turn a cashew into what you eat when you eat a bag of cashew snacks. So no one in this area was actually making use of the cashews. They were just exporting it to Vietnam, to India, to get it processed. So our CEO of this company and also of our cashew factory, he was talking to farmers, and he came here as a volunteer, actually. He was talking to some farmers, and the farmers said, yeah, so we have all these cashews, but we just export it. We just sell it away. We don't even know what a cashew tastes like. They didn't even know what a cashew tastes like. All they did was just export to Vietnam, to India. And then he saw huge potential, you know, for if we have a factory in this area, then we can create so many more jobs. We can make a factory here that can, you know, really benefit the community instead of exporting it and giving all the luck to a different country, right? So that's how the cashew factory started. So we started with 5 employees. Now imagine this, 400 from this village that worked there that before that did not have a job. We're here to support the farmers. That's our main goal. And so we built this Eco Lodge where you're sitting now and having lunch. This Eco Lodge is to understand what this community is about and to understand what the point of a social business is, so what the factory does. This is what this place is. At the same time, it's also a place where we experiment with different crops or different technologies. So we'll walk around and we'll see different sorghum, for example, which is something farmers here have never grown before, but we try it out here. If it works really well, then we spread it to the farmers. Sounds everything like NGO supported? No, so we are very much not an NGO, yeah. Because we really believe that to do sustainable health, you need a good source of income that's not just dependent on donations, right? Mm-hmm. So what we do is we have these programs. People come and stay with us for 4 nights. They come and experience real Bali. They come and experience farming. They come and do cashew peeling in the factory. They do factory tours. The people that come and from this tourism, that's the money that we use for the community. So we have a business running, which is our Eco Camp, our Eco Lodge.
and that money is used, it goes straight, 100%, the profits go straight into our foundation. And that foundation funds this place, but also a preschool. So we have a preschool where we have 40 kids from the village who are staying there. The money from this also goes to that. So every time people stay here one night, they're paying, that money is going straight into the foundation. So it's not an NGO in any way. Founded it? So that's our CEO, Aaron Fishman, he's from the States. Yeah, and this was 4 years ago only. So the cashew factory is 4 years old, this place is 1 year old. Yeah. In Ampinan, einem Dorf neben Lomboks Hauptstadt Mataram, besichtigten wir ein sehr hoffnungsvolles Projekt. Es zielt darauf ab, mittels Recycling sowohl ökologische als auch soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Durch den Einsatz von Farbe versucht hier Gründerin Aisha Odist, die Veränderung sichtbar zu machen und die Gemeinschaft als Ganzes aufzuwerten. I have some business and then looking around to Java, business for clothing. And then to 2011, I start to cycling. And the when I cycling, I stop at every beach in Lombok. I realize Lombok have beautiful beach, but still have problem. Rubbish, that's that. And I start campaign. But 3 years, I campaign not running well. Why? Because no money. Only talk, don't throw out your rubbish is not the not success, yeah? Nobody hear you, nobody. Oh, no. But when you're talking, you will get something. Oh, yeah, what is that? Aisha gründet eine Müllbank, bei der die Bewohner ihren Müll sortiert abgeben können. Dieser wird gewogen und je nach Gewicht wird ein kleiner Betrag ausbezahlt oder auf einem Sparbuch angelegt. So, this is system in here. Everybody, every people can being our members. So they not throw out the rubbish anymore and save it here. This is Ina Ima. Ina Ima is name. They call this eco break. She got until 471,000 rupees. Banyak. For one eco break, we can save a half kilo. Yeah, the big bottle. Half. But the small one, less than half. Yeah, for the big bottle, 3 eco bricks, the same meaning, the same money, 1,000. Yeah, so the 4, and the big one is 3. And then full. From rubbish, I can open the opportunity for them, and 120 poor people have opportunity as well. And then for the members in Lombok, we have 38 members. The same system. 2011 until 2013. I still thinking make this for fun. But day by day, I realize it's not just only for fun. You should really, really serious, because when you know about the problem in the beach, the problem in the river, and you have many problems because rubbish. What about the money? Did you find some funding? No. As the government not help. Me, because you know, and I told Brita. But didn't you try to get some subsidies or support of NGOs? Not yet. Not yet, because I don't know how. Yeah. Yeah. Really, I don't know how to funding. I don't know. I just know I make a product. I can sell it, and the money I can pay the people. It's simple.
Actually, we still have problem. Yeah, if talking about the big money. And all of you, like painting, art, and all of, see? Now I ask the Yak people, all these villages, we work together. Painting, no payment. All the people can painting with free, because this for our village. Before this village is disgusting and nobody want to come, smell is not good, yeah? But now everybody come and they're really happy. I just want to do it for environment, for this village, for this society, for the economy. Sounds reasonable. Thank you. Wie aus Ihrer Sicht sich dieser Ort hier entwickelt hat. Ja, dulu sembarangan, Bang Sam. Sekarang tak kan? Kenal sama Lisa. Ja, also sie ist zufrieden damit, weil vorher war das hier total schmutzig und jeder hat den Dreck einfach da liegen lassen. Und das hat auch gestunken. Und jetzt, seit das sauber ist und bemalt ist, kommen jeden Tag Leute hierher. Dandulu ibu waktu ibu tinggal di sini buang sampah kemana? Di belakang juga? Di kali juga ya? Ibu juga begitu? Karena tidak ada yang ambil ya? Dulu ya. Früher haben sie hier auch, also das war ganz normal, sie haben auch den Müll ins Wasser geworfen. Also sie wohnt hier schon seit 20 Jahren. Dandulu waktu ibu kecil di sini sungai bersih atau kotor? Kotor. Waktu ibu umur 5 tahun main-main di sungai? Oh iya. Main-main di sungai dan kotor? Kotor. Sekarang sudah... Also sie ist 32 und die Bank Sampa hier gibt es seit 7 Jahren. Und seitdem hat sie gesagt, es ist viel besser geworden. Setelah ada ini ya, sekarang sudah banyak-banyak orang, banyak tamu yang datang berkunjung ke sini. Dulunya tidak ada orang mau datang, bau banyak sampah. Aduh, ja, dia hat gesagt, früher wollte niemand hierher kommen, weil es so gestunken hat. Und die Leute haben Angst gehabt, hier krank zu werden. Und keiner wollte hier reinlaufen. Und jetzt kommen jeden Tag Gäste und alle sind total happy. Sekarang setiap hari banyak tamu datang. Wir sind stolz darauf, dass sie den Leuten gutes Beispiel zeigen. Sie sind senang, bangga itu, karena semangatnya Mbak Aisyah. Oh, das ist betul-betul luar biasa, ja. Ja, also Aisha hat es organisiert, dass sie zweimal in der Woche Musik gemacht wird auf dem Platz, wo wir gestern gewesen sind. Und sie unterrichtet die Kinder auf demselben Platz auf Englisch. Und das macht ihnen Spaß. Im Zuge dieser Exkursion bekamen wir einen tiefen Einblick in ein Land zwischen Tradition und Moderne. Ein Land, das sich langsam seiner Probleme bewusst wird und in dem immer mehr Menschen beginnen, nach Lösungen zu suchen. Aber auch ein Land voller Disparitäten.
Coworking Spaces existieren neben Subsistenzwirtschaft und generieren ein Zusammenspiel verschiedenster Identitäten. Dabei kommt es auch zu Konflikten und Segregationen, gegen die sich jedoch immer mehr Initiativen einsetzen. Vor allem aber der Optimismus in der heimischen Bevölkerung, den wir während unserer Exkursion erfahren durften, lässt auf eine positive Entwicklung für die Zukunft hoffen. That's where I'm strong.